Hallo, ich bin der Damen und Herren, willkommen zu einem weiteren Video. Anomaly und auch einige andere Größen oder Namen aus der Szene quitten Counter-Strike. Also nicht wirklich, aber schon. Und ihr habt mich dazu bereits vergangene Woche gefragt in den Streams, wie es aussieht, ob ich ein Statement dazu habe, was ich davon halte und so weiter und so fort. Mein Statement kommt jetzt hier. Du bleibst verdammt nochmal von meinem Bier weg, du Schnitzel! Für alle, die es nicht mitbekommen haben, Anomaly und auch ein paar andere Creator haben gesagt, hey, ich höre jetzt auf. Und der Grund, logischerweise, Cheater. Soweit ich weiß, ist Anomaly, wie aber auch der gerade gezeigte Mensch und auch viele andere, die sich stark über Cheater beschweren, relativ weit hoch gerankt. Ich, alter Kecklümmel, im Moment zum Beispiel gerade bei 15k rum. Anomaly war zur Aufnahmezeit von seinem Video bei 19,5. Ich nehme an, dass er auch schon mal mehr hatte, also auf 20, 21 oder so verstand. Aber ich weiß es nicht sicher. Ich kann mir aber denken, dass er ein recht guter Spieler ist. Dass jetzt im Moment solche Größen aufhören mit CS2, beziehungsweise halt auf Eis legen, wundert mich nicht. Denn gerade auf dieser hohen Elo ist die Cheater-Dichte viel zu hoch, um dort vernünftig spielen zu können. Auch ein hoher Trust-Faktor kann ich auf dieser Ebene nicht wirklich schützen, weil es viel zu wenig Leute gibt, die dort mit einem hohen Trust-Faktor spielen. Dazu kommt aber gleich noch was. Kommen wir aber zu meinem Statement von der ganzen Geschichte. Ich habe es eben ja schon angefangen. Ich bin nicht verwundert, weil da oben eben so viele verschissene Cheater unterwegs sind, dass es halt keinen Spaß macht zu spielen in Premier, Matchmaking und Co. Und B, bin zumindest ich es sowieso gewohnt, dass Spieler, die deutlich stärker sind als die Norm, und das sind in Prozent gesehen nicht allzu viele, hierzu komme ich gleich auch noch im Gesamten, diese Spieler sind zumindest aus meiner Erfahrung her eh nicht in Counter-Strike unterwegs gewesen, auch nicht bei Go, sondern hauptsächlich auf externen Seiten, also Faceit und Co. Hauptsächlich, wie gesagt, so kenne ich es zumindest von den ganzen vom Skill her gut aufgestellten Content-Creator, die spielen auf Faceit, vielleicht auch dann auf eSportal und so weiter und so fort, sind in irgendwelchen Ligen unterwegs und treiben halt da ihr Unwesen. Ähnlich wie auch Profispieler, die waren ja früher schon eher selten im Matchmaking, meistens gab es dann so ein Eklat, wenn Scream oder sonst wer mal ins Matchmaking rein ist und dann nur auf LEM eingerankt wurde oder sowas, da war kurz so, oh, 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 und dann ist der auch wieder zurück auf Faceit. Also dass jetzt solche Videos und Statements von diesen Leuten kommen, ist, finde ich, wie gesagt, nicht überraschend, alleine auch schon, weil du jetzt zu der aktuellen Zeit halt sehr viel Traction, also auch Klicks und sowas damit erreichst. Und natürlich, so nehme ich es zumindest an, ist die Hoffnung auch da, dass Valve das mitkriegt und eben noch stärker an der ganzen Geschichte arbeitet, noch schneller an einem Anti-Cheat arbeitet, um diese ganze Problematik zu fixen. Oder zumindest in den Griff zu bekommen. Ich denke, uns ist allen klar, dass es eigentlich nicht möglich ist, ein komplett cheatfreies Spiel zu erstellen. In jedem Online-Spiel kann gecheatet werden, mal mehr und mal weniger. Aber in den Griff sollte es allemal zu bekommen sein. Gerade was Rage angeht. Es darf einfach nicht sein, dass man komplett umgeraged wird. Und ich selbst würde das Spiel auch zu 100% liegen lassen, wenn ich so umgecheatet werden würde. Ich bin sehr froh, dass ich mich in einem Rank- und Trust-Bereich befinde, in dem es nicht so ist. Und ich bin natürlich sehr froh darüber, dass ich nicht der Einzige bin, bei dem es ganz gut läuft. Über die vergangenen paar Monate und sogar Jahre habe ich dieses Thema Cheating und so weiter und so fort ja immer wieder aufgegriffen und praktisch in die Community reingefragt, wie ist es eigentlich bei euch? Und der Großteil der Leute, der darauf reagiert, schreibt, dass das eigentlich ziemlich chillig ist. Mal ist einer dabei, meistens nicht. Und von dem kleinen Teil, der sich gemeldet hat und gesagt hat, hey, bei mir ist es echt heftig, ich werde wirklich, also gefühlt in jedem Spiel umgecheatet, konnten wir 2, 3 Leuten bereits helfen, dass es nicht mehr so oft dazu kommt. Das Ganze haben wir einfach durch Anpassungen ihres Steam-Accounts gemacht, also für den Trust-Faktor. Manch einer hat zum Beispiel einfach viele, viele WAC-gebannte Freunde auf seiner FL und das ist wirklich schlecht. Ich haue hier unter das Video nochmal den Link von dieser Steam-Rap-Geschichte, damit ihr auf jeden Fall euren Account auch überprüfen könnt, wie viele WAC-gebannte Leute ihr habt. Wenn ihr da eine gewisse Grenze überschreitet, ist es sehr, sehr, sehr schlecht für euren Trust-Faktor. Ja, aber wie gesagt, ich bin froh, dass es bei vielen trotz alledem ganz in Ordnung läuft, beziehungsweise zumindest so in Ordnung, dass sie reinspielen. Man sieht das Ganze ja auch hier in den Spielerzahlen. Und was ich erstaunlich finde, ist, dass der All-Time-Peak von 1.800.000 bereits in dem aktuellen Zustand von CS2, also Cheater-Problem, plus eigentlich ja kein Content oder zumindest nichts Neues, noch nicht mal das Alte ist fertig, also ist noch nicht mal alles da, dass wir trotz alledem fast 1.600.000 Spieler in einem Peak hatten und somit nur ca. 200.000 User vom All-Time-Peak entfernt waren. Bei einem Spiel, das gerade so in der Misere hängt und eigentlich ja halt kein Content liefert. Das ist schon ziemlich krass und ich kann mir gar nicht vorstellen, wie hoch die Zahlen schießen, wenn Counter-Strike nicht in diesem ekelhaften Zustand ist, in dem es sich gerade befindet, also zumindest augenscheinlich. Und um mir noch vielleicht die ein oder andere Frage zu klären, warum denn so viele trotzdem noch spielen, wenn das Spiel doch so eine riesige Cheater-Problematik hat. Das liegt hauptsächlich an der Rank-Kurve, an dieser Normalverteilung, wie die Ränge eben aufgeteilt sind oder vielmehr, wer auf welchen Rängen spielt. Diese Geschichte ist jetzt hier von Litify, das wurde vom 1.2.24 bis zum 22.2.24 erstellt, also über den gesamten Februar hinweg wurden die Ranks beobachtet. Und man sieht hier schon, dass der Großteil sich auf diesen Rankierungen befindet, beziehungsweise
beziehungsweise, wenn man das ganz eng grenzen möchte, sogar hier. Die brutale Cheater-Verseuchung beziehungsweise die hohe Cheater-Dichte beginnt, zumindest nach den Aussagen der Spieler, die dort eben spielen, bei ungefähr 20.000 beziehungsweise vielleicht auch schon bei 19.000. Wir nehmen einfach mal die 19.000 dazu und erkennen, dass in diesem Bereich noch nicht mal 7% der Gesamt-User-Anzahl liegt. Das hier sind, zumindest nach den Aussagen und auch nach der Logik, die gebeutelsten Spieler überhaupt, was Cheating betrifft. Und wer sich jetzt fragt, warum soll das logisch sein, warum nicht hier auch, das ist recht einfach erklärt. Wenn man das Anti-Cheat komplett außer Acht lässt, ist das Einzige, das uns schützt, das mich zum Beispiel auch schützt in meinen Videos und Streams, der Trust-Faktor. Und solche Trust-Faktor-Systeme, wie zum Beispiel auch damals bei der ESL, können nur dann funktionieren, wenn genug Leute da sind. Bei der ESL zum Beispiel gab es eine physische Player-Card, die du kaufen konntest. Du musstest deinen Personalausweis an die ESL schicken oder zumindest Teildaten davon und ich glaube 15 Euro oder 20 Euro und dann hast du diese Player-Card zugeschickt bekommen zu dir nach Hause. Damit konntest du dann an Turnieren und Spielen teilnehmen, die nur für Leute offen waren, die diese Player-Card hatten. Das hieß damals auch irgendwie Trusted. Was weiß ich, also es war eben auch ein Trust-System. Man kann sich also vorstellen, wie clean diese Spiele waren. Du konntest ohne Anti-Cheat einfach diese Spiele machen, weil nur die Leute spielen konnten, die diese Karte hatten. Das ist ja auch ein Punkt, den sich viele für CS2 wünschen, bereits seit CSGO damals kostenlos wurde. Viele wollen, dass es wieder was kostet, wobei Prime ja immerhin 14,99 glaube ich kostet. Also indirekt kostet das Spiel ja schon was, es könnte ruhig aber mehr sein. Und einige sagen auch, es wäre nicht schlecht, wenn man seinen Steam-Account mit seinem Passport verbinden muss oder halt mit seinem Personalausweis. So könnte man dann, wenn jemand reinscheißt, den kompletten Menschen einfach bannen, so wie es damals bei der ESL der Fall war. Das ist dann praktisch auch einfach nur ein erweitertes Trust-System. Kommen wir aber zurück auf den Punkt mit der Verteilung. Damals bei der ESL war es aber wiederum schwierig, wenn du sehr, sehr schlecht oder sehr, sehr gut warst, Spiele für deinen Skill zu finden. Denn es hatten nur x Leute diesen hohen Trust-Faktor, diese Player-Card. Und die Normalverteilung ist eben so, wie sie ist. Du hast die meisten Leute eben in diesem mittleren Bereich. Das heißt, wenn du ein extrem guter oder extrem schlechter Spieler warst, war es sehr, sehr schwierig, für dich passende Mitspieler wie auch Gegner zu finden in diesem hohen Trust-System, weil die meisten halt nun mal sich hier rumdrücken. Und dieses Problem bezieht sich leider auf jedes Trust-Faktor-System, wenn es an ein Matchmaking-System gekoppelt ist. Da du in diesem Bereich hier die meisten Spieler hast, ist es für dich mit einem sehr hohen Trust-Faktor auch kein großes Problem, andere zu finden, die auch einen sehr hohen Trust-Faktor haben und auf deiner Elo sitzen. Wenn du aber immer weiter nach oben steigst, wird es immer schwieriger für das Trust-System, jemanden zu finden, der auf dem hohen Trust-Faktor wie deinem ist, aber auch auf dem gleichen Rank. Und da sich hier oben sehr, sehr viele Cheater befinden, beziehungsweise ansammeln, weil, ist ja klar, ne, ein Cheater steigt sehr, sehr schnell auf, die einzigen echten Gegner oder Endgegner, die sie haben, sind andere Cheater. Alles andere können sie einfach umcheaten und steigen dadurch ja immer weiter, immer schneller auf. Dadurch ist es natürlich extrem schwer, selbst für einen extrem hochgetrusteten Spieler, ein gutes Spiel zu finden. Du bist meinetwegen auf 23.000 Elo, das sind 0,3% der Spieler, und du gehst in die Queue. Und dein Trust-Faktor ist, um es ganz einfach zu rechnen, 100. 1 ist das Schlechteste, 100 das Beste. Nur für dieses kurze Gedankenbeispiel. Dann geht das Matchmaking-System los und sucht für dich Gegner und Mitspieler. Auf deiner Elo und auf deinem Trust-Faktor. Und so weit oben sind eben nicht so viele. Somit muss einer der beiden Faktoren runtergeregelt werden. Was ist mehr da? Leute mit hohem Trust, die mit dir spielen können, oder Leute, die auf deiner Elo sitzen? Aufgrund der hohen Anzahl an Cheater hier oben drin, wird natürlich der Trust-Faktor langsam runtergefahren. Der Rank bleibt gleich, weil es sind ja schon viele da, die auf diesem Rank spielen und auch aktuell suchen. Nur nicht mit so einem guten Trust-Faktor wie deiner. Also geht er runter. 99, 98, bis irgendwann ein Match gefunden wird, das für dich passt. Meine Highgamer berichten manchmal von irgendwie 5 oder 6, 7 Minuten Suchzeit. Während dieser Suchzeit sinkt der Trust-Faktor, nachdem gesucht wird, halt immer weiter nach unten. Und irgendwann kommen natürlich die Ratten zum Vorschein, also die Cheater halt, die mit einem verschissenen Trust-Faktor hier oben rumgammeln. Und dann bekommst du die als Mitspieler und als Gegner. Mit demselben guten Trust-Faktor hast du auf 14.000 zum Beispiel, dort sind die meisten gewesen im Februar, die beste Chance, ein schönes, angenehmes Spiel zu finden. Weil da natürlich ein viel größerer Teil der Community unterwegs ist mit einem guten Trust-Faktor. Da ist es für das System sehr einfach, Mitspieler und Gegner zu finden, die auf deinem Trust-Level stehen. Aber hier oben wird das immer, immer schwieriger, passende Gegner zu finden, weil einfach halt dann keine da sind. Und dann kriegst du irgendwann die absoluten Schmucks. Das ist einer der Hauptgründe, warum sich die Leute hier nicht so viel und so laut beklagen wie die Leute hier oben. Dabei müssten die ja eigentlich noch lauter sein, weil es sind ja viel mehr. Aber die Leute haben hier tendenziell eben einfach bessere, nicht so vercheatete Spiele als die hier oben. Und um jetzt diesen riesigen, verschissenen Kreis zurückzuziehen, sorry für die lange Laberei, ist es für mich kein Wunder, dass Leute wie Anomaly und alle anderen auf Faceit umsteigen oder da schon immer drauf spielen, das ist jetzt ja nicht neu, das war letztes Jahr schon so, die Jahre davor auch, dass die lieber auf Faceit und Co. spielen, weil es für sie dort A. viel ruhiger ist, was Cheater angeht, und B. es ist halt auch einfach meist professioneller. Sicherlich auch toxischer, würde ich behaupten, aber halt auch insgesamt professioneller. Der Grundskill auf Faceit ist auch einfach schon höher als der Grundskill
in CSGO bzw. jetzt CS2. Ja, so viel zu meinem Statement zu dieser ganzen Angelegenheit mit Anomaly und Co. Und jetzt zum Ende noch zwei Sachen. Erstens, diese Woche ab morgen 18 Uhr, also Dienstag 18 Uhr, ist dieses Paracord Knife für euch zu ersnacken auf Twitch. Ich habe das vor zwei Wochen angesagt. Diese gesamte Woche ist das Giveaway offen in meinen Streams bis einschließlich Freitag. Also rankommen und mitmachen. Und wir machen jetzt noch geschwind ein kleines Giveaway für euch. Und zwar gibt es dieses Statrack Aug Tomcat zu gewinnen. Mit der coolen Katze drauf. Um hieran teilzunehmen, schreibt einfach Folgendes mit in euren Kommentar dazu. Und zwar, auf welche Maps hast du im Moment richtig Bock? Also welche sollen jetzt bald mit dem nächsten Content-Update kommen? Ich persönlich würde sehr gerne Train wieder im aktiven Map-Pool sehen. Wie sieht das bei dir aus? Schreibt es in die Kommentare. Wir lesen uns dann dort oder sehen uns morgen im nächsten Livestream. 18 Uhr, ich stream dreimal die Woche. Jeden Dienstag und Donnerstag ab 18 Uhr, jeden Freitag ab 20 Uhr. Oder wir sehen uns halt übermorgen im nächsten Video. Bye, bye. Mit Instagram kleben die Sachen ziemlich einfach. Von Papa wünsche ich mir 100 Rollen. Dann zur Weihnachtszeit, dass ich mal langsam einen Kartoffelflip esse. Denn dann gehen wir deine dicken fetten Mutter auf die Instagram-Messe.